Liebe Zuschauer, mit dem Besten aus dem Katalog geht es jetzt bei uns weiter. Und wir bei Pearl TV sind ja bekannt dafür, dass wir Ihnen nicht nur Luftkühler und dergleichen bei diesen Temperaturen anbieten, sondern hier und da auch immer mal so ein paar lustige, ein paar spaßige Gadgets für Sie bereithalten. Dinge, die man vielleicht so an anderer Stelle nicht unbedingt erwarten kann. Und jetzt haben wir mal so eine sehr schöne Spielerei, die definitiv aber auch einen ernsten Hintergrund haben kann. Kathi und ich, wir zeigen Ihnen nämlich jetzt unseren Alkoholtester für den mobilen Einsatz mit Ihrem Smartphone. Aber der eigentlich zweite Vorteil, den das Gerät mit sich bringt, ist sicherlich für den einen oder anderen, der vielleicht auch mal samstags abends auf die Piste geht und mal nach dem anderen Geschlecht Ausschau hält, mit Sicherheit eine interessante Geschichte, ein Mundgeruchstester. Sind Sie kussecht, wenn Sie aus dem Restaurant oder aus der Kneipe kommen? Na, was sagt Ihr Partner dazu? Das können Sie jetzt testen. Und das geht mit einem Gerät für die Android-Handys, genauso wie mit einem Gerät für die iPhones, das heißt also für die Apple-Jünger. Kathi und ich wollen Ihnen das zeigen jetzt hier, liebe Zuschauer. Das ist eine ganz peppige und witzige Angelegenheit und durchaus präzise, also durchaus mit einem ernsten Hintergrund. Ne? Ja, ein Mini-Alkohol- und Atemtester, Alkoholtester, selbstverständlich eine ganz, ganz wichtige Angelegenheit, ja, dass man da nicht mit Alkohol fährt, klar. Ich glaube, das ist jedem von uns bewusst, auch wenn man dann vielleicht mal eine Weißweinschorle getrunken hat oder so, sollte man das dementsprechend testen. Das kann man hier machen. Sie sehen, das Gerät wird eingesteckt, hier einfach unten am Smartphone, ist klein und kompakt, kann man wirklich immer in der Hosentasche mit dabei haben oder man legt es einfach im Auto dann auch ins Handschuhfach oder so, wenn man es als Alkoholtester verwenden möchte. Aber halt auch als Atemtester, Carsten hat es gerade schon erklärt, sind Sie kussecht? Wie sieht es da aus mit dem Atem? Man isst ab und zu ja mal das ein oder andere, wo vielleicht dann auch ein bisschen Knoblauch oder sowas drin ist, ja, Zwiebeln oder so. Oder mal ein Bierchen, und dann denkt man, wie sieht es denn jetzt aus? Und dann versucht man selber sich zu riechen und denkt, rieche ich denn jetzt oder nicht? Und das geht aber nicht. Man kann sich ja selber schlecht riechen. Und da hat man dann hier diesen tollen Atemtester. Also einfach einstecken. Und dann wird man da auch direkt durchgeführt. Also man muss dann einfach unten in diesen kleinen weißen Schlitz hineinpusten. Das Gerät wärmt sich einmal auf und dann mehr als 3 Sekunden hineinpusten. Und schon spuckt das Gerät dann hier das Kusslevel aus. Mhm. Ich habe hier 3 Herzchen bekommen, also ich bin absolut kussecht. Dann gibt es das Gefahrlevel 1, Gefahrlevel 2 und Gefahrlevel 3. bei Gefahrlevel 2 oder 3 sollte man dann nicht mehr vielleicht mal die Zahnbürste küssen, bemühen, ne? Genau. Oder mal ein Kaugummi einwerfen. Oder aber sowas. Natürlich auch bei Alkoholgenuss dementsprechend sollte man dann natürlich aufpassen. Da wird das auch dementsprechend dann gut angezeigt. Ist hier die neueste Technologie, also höchst präzise das Ganze mit dieser Atemwegsmessung und diese kostenlose App, die laden Sie sich einfach auf Ihr Smartphone herunter. Sie sehen, Sie können das einfach umstellen dann auch, können hier auch die Berechnung natürlich ganz genau auf sich persönlich einstellen. Das ist ganz wichtig, gerade auch natürlich beim Alkoholgenuss, dass Sie da einen ganz präzisen Messwert haben. Mhm. Da sagen Sie natürlich dann auch, wie groß bin ich, was habe ich für ein Gewicht. Das spielt dann immer eine ganz große Rolle, dann auch für die Messwerte. Es gibt viele Alkoholtester, wo man auch so reinpusten kann oder sowas. Die sind etwas unpräzise, ja, weil die natürlich dann nicht wissen, wie groß sind sie, wie schwer sind sie. Ja, das ist immer nur Pi mal Daumen. Deshalb hier wirklich eine tolle Sache, weil sie hier in der App auch direkt einstellen können, wie groß sind sie, wie schwer sind sie und so weiter, sodass hier natürlich dann ein präzises Messergebnis bei herauskommt. Und sowas jetzt für 21,76 Euro. Hier jetzt halt für die Android-Geräte mit dem Micro-USB-Steckplatz. Also hier im unteren Teil dann einfach einstecken. Sie sehen es. Und hier ist dieser kleine Schlitz. Da wird dann einfach hineingepustet. Sie benötigen hier keine weitere Batterie oder sowas, sondern das wird einfach dann hier unten eingesteckt ans Smartphone. Zieht dann hier natürlich auch den Strom aus dem Smartphone. Benötigt ganz, ganz wenig. Also müssen sich keine Gedanken machen. Wird ja auch meistens nur kurz benutzt dementsprechend. Ja. Und dann führt sie die App hier dann auch durch die jeweilige Anwendung. Je nachdem, ob Sie halt den Atem testen wollen oder den Alkoholgehalt. Und Sie sehen dann hier bei mir, wenn ich jetzt erneut testen wollen würde, kann ich hier einfach draufklicken. Dann kommt hier sofort einmal die Aufwärmphase für das Gerät. Dann ist das bereit und dann sagt es mir auch dementsprechend, ich soll jetzt hier 3 oder über 3 Sekunden reinpusten.
Ich hoffe, das war jetzt genug gepustet. Und dann wird das Kusslevel angezeigt. Genau, da blinkt es dann die direkt. Die Frau ist knutschfähig hier. Guck dann dir das an. Dann kann man mich auch direkt küssen. Das ist überhaupt kein Problem. So, dann mach jetzt mal die Kamera aus. Jetzt kennst du mich so. Nein, Gott, ich müsste es vielleicht auch mal testen vorher. Ja? Nein, aber es ist eine ganz tolle Geschichte, liebe Zuschauer. Sie kennen es wahrscheinlich als Autofahrer. Sie kommen mal in eine Polizeikontrolle, haben Sie Alkohol getrunken, ja, ein Glas Wein zum Abendessen. Okay, dann pusten Sie da mal rein. Jetzt muss man gleich dazu sagen, dass dieser Atemalkohol natürlich nur auch für die Polizei in der Kontrolle ein Indikator dafür ist, ein Richtwert sozusagen, ob jemand Alkohol getrunken hat oder nicht. Den genauen Wert ermittelt man dann später auf der Polizeiwache, wenn der Wert beim Pusten zu hoch ist, über die Blutalkoholkontrolle, das ist klar. Aber die sind natürlich auch ein Stück weit abhängig von der Umgebungstemperatur und dergleichen. Und deswegen ist das Gerät so hochpräzise, weil wir hier eine sogenannte patentierte Nullwertkalibrierungsfunktion mit dabei haben. Das heißt, wir haben eine enorm hohe Messgenauigkeit, ja, und das bei jedem Klima, egal ob 35 Grad oder minus 3 Grad um sie herum. Ja, und bei dem Mundgeruchstester, da gibt es ein ganz interessantes Verfahren. Natürlich hat man dann, wenn man etwas gegessen hat, Knoblauch oder was, natürlich auch ein paar Gase im Mund. Und dieses Gerät ist ohne weiteres in der Lage, das zu erkennen. Es ist ein sehr aufwendiges Messverfahren normalerweise. Aber dieser kleine Stift jetzt hier, der kriegt das hervorragend hin für 21,76 €. Da werden Sie sehr viel Spaß mit haben, liebe Zuschauer. Und für die Android-Geräte ist das hier die Bestellnummer NX4342 und die 569. Aber auch liebe iPhone-Jünger, liebe iPhone-Besitzer, auch Sie können gerne mal testen, wie sieht es mit Ihrem Atemalkohol aus und sind Sie denn auch tatsächlich kussfähig? Können Sie nach Hause gehen, ohne mal ein Kaugummi einzuwerfen, oder können Sie sich mal ans andere Geschlecht rantrauen, ohne dass Ihr Gegenüber die Nase rümpft? Ich finde das eine ganz tolle Angelegenheit hier und es ist wirklich hochpräzise, muss man sagen. Ja, da ist diese Nanotechnologie verbaut, also wirklich hochpräzise Atemwegsmessung, die man hier bekommt. Dieses Sensorprinzip, patentierter Eye-Check-Sensor, so nennt sich das, der hier verbaut worden ist. Und Sie sehen, hier stecken Sie einfach dann bei dem iPhone unten an das 3,5 mm Klinkekabel dann an, genau, Kopfhöreranschluss ist das, da einfach dementsprechend anstecken dann, und auch hier haben Sie dann ein ganz schnelles Testergebnis, haben auch hier die kostenlose App, die Sie sich einfach dann runterladen können und können da dementsprechend dann entscheiden, was möchte ich testen, einfach mein Alkohol, Atemalkohol oder dann natürlich auch Mundgeruch dementsprechend. Ja, genau. Kann auch eine böse Falle sein. Aber natürlich gibt es so Situationen, man geht vielleicht auch zum Arzt, ne? Vom Arztbesuch. Ja, na klar. Oder Rauch, natürlich auch das, vielleicht einen wichtigen Termin dementsprechend. Im vielleicht hat man Kundenverkehr, Kundenverkehr, vielleicht auch irgendwie ein Vorstellungsgespräch oder dann eine wichtige Verabredung mit irgendjemandem. Natürlich möchte man da einen guten Atem haben, möchte das vorher nochmal checken. Man hat vielleicht dann auch, gerade wenn man da auch bestimmte Ernährungsweisen hat. Ganz viele, die auf Diät sind zum Beispiel, bekommen dann ganz schnell einen schlechten Atem. Das hat einfach mit den Bakterien dann auch im Mund zu tun. Ja, deshalb da einfach sowas jetzt bestellen, dann können Sie da auf Nummer sicher gehen. Deshalb da dann dementsprechend anwählen. Sie sehen das hier. Dann einfach draufklicken. Auch hier gleiches Prinzip. Wärmt sich einmal auf. Willst du es mal testen, Carsten? Ja, willst du diesmal pusten? Warte. Jetzt pustet mal Carsten für uns. Einfach unten wieder reinpusten, da sehen Sie die kleinen Öffnungsschlitze müsste bei dem schon Gerät. Reichen, ne? Genau, ich glaube, müsste schon reichen. Passiert. Und dann wird das hier direkt dann auch ausgewertet. So, Kusslevel 3, wie lange geht die Präsentation noch? Kusslevel 3, auch hier. Und da sehen Sie, auf die Nase. Dann sieht man hier, ob das dann gefährlich wird dementsprechend. Aber Sie sehen hier Kusslevel 3, also ist alles in bester Ordnung. Das ist hervorragend. So kann es weitergehen. So kann der Abend also auch noch richtig spannend und richtig interessant werden im Zwischenmenschlichen, liebe Zuschauer. Wenn da jetzt nur ein Herzchen da blinkt, das kleine da unten, dann würde ich mir ernsthaft überlegen, ob man da nicht vielleicht doch noch mal irgendwo gucken, vielleicht noch mal einen Pfefferminz oder irgendwas anderes findet. Ich glaube, das Gerät ist gesponsert von TikTok oder so. Nein, ist von unserem Premium-Partner Nugen Medicals, liebe Zuschauer. Aber auch der Atemalkoholtester ist nicht zu unterschätzen. Wir haben in Deutschland eine Promillegrenze von 0,5. Ab 0,3 kriegen Sie bei einem Unfall eine Teilschuld definitiv. Und ich möchte nicht in Ihre Haut stecken, wenn Sie mit Alkohol im Blut tatsächlich einen Unfall bauen, am besten noch ein Mensch zu Schaden kommt. Dann lieber mal kurz pusten, kurz 21 Euro investieren und da sind Sie zumindest, was das betrifft, auf der sicheren Seite. Ich empfehle jedem, der hinter das Steuer eines Autos steigt, die 0-Promille-Grenze, das heißt Finger weg vom Alkohol, aber Sie sind erwachsen, Sie wissen, oder Sie müssten wissen, was Sie tun. Schönes Gerät, sehr schön für die Android-Geräte oder eben für die iPhones und für die iPhone-Besitzer, egal übrigens welches Modell, das funktioniert mit allen, ist es die NX4270. Und die 569. So, ein paar Sekündchen noch versteinern, dann wird hier kräftig geknutscht, oder? Und wir freuen uns auf Ihre Bestellung, liebe Zuschauer. Los.